Hallo, liebe Astrofreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Mai 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Mai kann für euch zu einem Wonnemonat werden, wenn ihr euch mit netten Menschen umgebt, denen ihr vertrauen könnt, wenn ihr in einer schönen Beziehung seid oder wenn ihr einen Flirt am Laufen habt, der zu euch passt und mit dem ihr euch wohlfühlt. Schwieriger wird es für alle, die gerade nicht so recht wissen, woran sie sind. Es kommt eine neue große Veränderung auf uns zu. Und da ist es gut, wenn wir wissen, wo wir hingehören und welches Ziel wir haben. Im Zweifelsfall kann eine astrologische Beratung sehr hilfreich sein und da könnt ihr euch gerne an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Und das verlinke ich euch hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Chiron-Beratung gewinnen. Dabei geht es um die Chancen zur Heilung und zur Persönlichkeitsentwicklung, die Chiron in eurem Horoskop anzeigt. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Juni bekannt. Wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Meine Gewinnerin aus der Verlosung im April ist Nina Münstermann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nina. Du bekommst ein persönliches Sternzeichen-Collier. Bitte melde dich auf meiner E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet ist, damit ich dir dein Collier zuschicken kann. Und wenn ihr euch selber ein Collier bestellen wollt, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in die Sterne. Im Mai gibt es wieder ein kosmisches Großereignis. Erneuerungsplanet Uranus wechselt das Zeichen. Er geht in den Stier, nachdem er vorher 7 Jahre lang durch das Zeichen Widder gelaufen ist. Gleichzeitig wechselt auch der Mars das Zeichen. Und das bedeutet, wir erleben eine spürbare Veränderung in der kollektiven Psychologie. Was immer uns vorher wichtig erschien, wird sich verändern. Was bisher im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stand, wird sich verschieben. Und wir werden uns auf andere, neue Dinge konzentrieren. Uranus verändert immer den Ist-Zustand. Wenn wir in einer festen Beziehung sind, kann uns Uranus den Wunsch nach neuen Erfahrungen bringen. Deshalb hat er den Ruf, gefährlich für Beziehungen zu sein. Er zeigt Herausforderungen an, die von außen auf die Partnerschaft zukommen, durch einen Jobwechsel, einen Umzug oder auch durch eine dritte Person, die versucht, sich an einen der beiden Beziehungspartner heranzumachen. Wenn die Beziehung glücklich ist und funktioniert, wird sie diesen Test bestehen. Aber wenn jemand in einer Partnerschaft unglücklich ist und sich eingesperrt fühlt, dann wird er die Kraft von Uranus nutzen wollen, um sich zu befreien. Sei es, indem er eine Affäre mit jemand anders anfängt oder eine überfällige Trennung herbeiführt. Wer alleinstehend ist, für den steigen die Chancen, jemand Aufregendes Neues kennenzulernen. Und der Zustand des Single-Daseins verändert sich, indem mehr geflirtet wird oder eine neue Beziehung angefangen wird. In meinem neuen Uranus-Special werde ich euch diesen interessanten Planeten, der Fortschritt, Rebellion, Unruhe und Aufbruch symbolisiert, näher vorstellen und darauf eingehen, was der Transit durch das Zeichen Stier für euch bedeutet. Das Special wird Mitte Mai online gehen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich das Video hochlade. Wichtig ist noch zu wissen, dass Uranus jetzt erstmal bis November die ersten Grade des Stiers streift, dann aber nochmal in den Widder zurückkehrt. Im März 2019 wandert er dann endgültig in den Stier bis zum Jahr 2025. Jetzt wollen wir uns die Tendenzen für den Mai der Reihe nach anschauen. Wir starten mit recht angenehmen Aspekten in den Monat. Ich habe es ja im April-Horoskop schon erwähnt. Zum Tanz in den Mai haben wir einen besonders sinnlichen Vollmond in den Zeichen Stier und Skorpion. Und der klingt auch zu Beginn des Monats noch nach, sodass bestimmt viele einen sehr kuscheligen 1. Mai erleben werden. Der Merkur steht im Widder, ist wieder direktläufig. Die Venus befindet sich in den Zwillingen in der zweiten Dekade und der Mars steht jetzt in der dritten Dekade des Zeichens Steinbock, wo auch Saturn, Pluto und Lilith stehen. Eine ganz wichtige Energiewende bei den langsam laufenden Planeten war der Übergang von Chiron ins Zeichen Widder im April. Er steht dort jetzt in den ersten beiden Graden. Uranus wird wie gesagt in den Stier wechseln, aber er steht zu Beginn des Monats noch im letzten Grad des Zeichens Widder. Was Chiron anbetrifft, könnt ihr euch in meinen Specials informieren. In Teil 1, Entdecke deinen inneren Heiler, habe ich ihn vorgestellt und in Teil 2 gehe ich darauf ein, wie sich der Transit von Chiron durch den Widder für die Sternzeichen auswirkt. Und Teil 2 heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen.
Man braucht eigentlich gar keine Astrologie, um vorherzusagen, dass sich im Mai viele einfach wohlfühlen und den Frühling genießen werden. Wir haben zwei schöne Aspekte zu Beginn des Monats, die das unterstützen. Der Jupiter steht im positiven Aspekt zu Lilith und dann auch zu Pluto. Das ist ein sehr interessanter Kreativaspekt für alle, die persönliche Projekte manifestieren wollen. Und die Sonne bildet eine romantische Verbindung zu Neptun im Laufe der ersten Tage und das fördert Frühlingsflirts und überhaupt eine angenehme Stimmung. Und außerdem bildet auch die Venus einen Freundschaftsaspekt zum Mondknoten und das fördert alle Singles, die gerne flirten und jemanden kennenlernen möchten. Zwischen dem 6. und dem 10. Mai sollten wir nur aufpassen, dass wir nicht zu hohe Erwartungshaltungen hegen oder zu unrealistische Traumvorstellungen haben. Andererseits sind die Aspekte aber so schön, dass sicherlich auch manche Träume echt wahr werden. Der dominante Aspekt des Monats ist nämlich der große Harmonieaspekt zwischen Jupiter und Neptun. Und der baut sich ab dem 10. immer mehr auf und sorgt für den Rest des Monats für romantische Gefühle. Ab dem 12. kommt allerdings auch eine gewisse stressige Energie auf. Und dann ist es gut, wenn wir irgendwo aufgehoben sind, wo wir uns sicher fühlen oder auch, wenn wir in uns selbst ruhen und deswegen eine gewisse Resistenz gegen stressige Einflüsse haben. Mars und Uranus gehen dann nämlich sozusagen in den Kampfmodus miteinander. Und wenn man bedenkt, dass Mars ja sowieso der Kampfplanet ist und Uranus Rebellion und Umbruch verkörpert, ist das eine recht explosive Mischung. Und der Merkur ist für ein paar Tage auch noch mit dabei. Er verbindet sich mit Uranus und wechselt dann praktisch mit ihm zusammen in den Stier. Stellt euch also darauf ein, dass in der Zeit zwischen dem 12. und dem 15. einige Streitereien in der Luft liegen und, das muss man leider sagen, auch die Verletzungsgefahr ist erhöht. Einfach weil man nicht aufpasst, spontan und ruppig ist und gerade auch im Straßenverkehr zum aufbrausenden Verhalten neigt. Also nehmt euch vor, in dieser Zeit besonders gelassen und friedlich zu bleiben. Spannend finde ich, dass der Wechsel von Uranus in den Stier, genau wie im Monat zuvor der Wechsel von Chiron ins Zeichen Widder, wieder vom Neumond flankiert wird. Das bedeutet, dass wir die Energie der psychologischen Veränderung ganz intensiv spüren werden. Und weil eben zu Beginn dabei Uranus, Merkur und Mars hier in Spannung zueinander stehen, ist diese Energie zunächst ganz schön nervös, gereizt und störanfällig. Da sollte man sich wirklich an das Motto halten, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Egal, welche Anforderungen auf euch einstürmen oder auch was euer Schatz plötzlich für neue Pläne hat, schaut euch das erstmal ganz in Ruhe an und wartet ein bisschen ab. Klar, es wird sich was ändern und es soll sich auch was ändern, aber es bringt nichts, die Dinge zu überstürzen. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr selbst ganz ungewohnt reagiert oder eure Meinung ändert oder dass andere sich unberechenbar verhalten. Weil der Mars im Sommer im Wassermann rückläufig wird, wiederholen sich diese Spannungsaspekte bis September noch einige Male. Ich sage euch das dann jeweils in den Monatshoroskopen an, wann das sein wird. Zwischendurch wird es zwar ruhiger, aber im Hintergrund bleibt diese latente Gereiztheit vorhanden und wenn wir uns nicht achtsam verhalten, werden wir damit immer wieder konfrontiert. Welche Geburtstagskinder davon betroffen sind, das erkläre ich euch in den Sternzeichenhoroskopen. Aber ihr müsst natürlich auch bedenken, dass auch andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop diese Aspekte vielleicht empfangen. Das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären oder ihr meldet euch bei meinem Webinar Antonias Sterne an. In meinem Uranus-Special, das ab Mitte Mai online geht, habe ich wieder ein Beratungsgeschenk für euch vorgesehen. Lasst euch überraschen. Die kritischste Phase, in der die Menschen sich unberechenbar und vielleicht auch unkooperativ verhalten, ist etwa vom 12. bis zum 20. Mai. In der Zeit bildet Uranus mit Mars die ganze Zeit ein sehr exaktes Quadrat. Und dabei stehen sie erst noch in den Zeichen Steinbock und Widder. Und am 15. wechselt dann eben der Uranus in den Stier und am 16. wechselt der Mars in den Wassermann. Und sie bleiben dann erstmal weiter in Spannung miteinander. Und nochmal der Hinweis, dass man sich in dieser Zeit leicht stoßen, schneiden, verbrennen oder einen Unfall haben kann. Also nehmt euch lieber etwas mehr Zeit und verhaltet euch bedächtig, macht alles ganz in Ruhe. Gerade auch, wenn man euch hetzen will oder schnelle Entscheidungen von euch verlangt. Eure Gesundheit und euer Wohlergehen sollten immer höchste Priorität haben. Netterweise hat uns der Kosmos zum Ausgleich eben dieses schöne Harmonietrigon
zwischen Jupiter und Neptun geschenkt. Das fördert die Fantasie, die Liebe und das Vertrauen in das Gute im Menschen. So kann es zum Beispiel sein, dass äußere Umstände euch zu einer Planänderung zwingen, aber mit dem Romantikaspekt kann das auch dazu führen, dass man sich schneller als gedacht aufeinander zubewegt und näher kommt oder sogar spontan Heiratspläne macht. Auch der Mars wird in der zweiten Monatshälfte ausgleichende und positive Aspekte bilden. Das bedeutet, wir sehen ein, dass es besser ist, nach einer harmonischen Lösung zu streben, als unbedingt unseren Kopf durchzusetzen. Diese harmonisierenden Einflüsse zeigen sich schon im Neumondhoroskop am Dienstag, den 15. Mai, und setzen sich dann fort bis zum Vollmond am 29. Mai. Am besten haben es alle, die glücklich verliebt sind. Die sind wie in Watte gepackt und werden wahrscheinlich von den aufreibenden Energien gar nicht so viel mitbekommen. Ein Tipp der Sterne: Wenn ihr merkt, dass der Stress eure Beziehung negativ beeinflusst, fahrt für ein paar Tage mit eurem Partner an einen See oder ans Meer. Das tut euch gut. Der Neumond am 15. steht auf 24 Grad Stier und für die Meditation bieten sich die Themen Sicherheit, finanzielle Ausrichtung, Stabilität und emotionale Ausgeglichenheit an. Also genau das, was wir jetzt brauchen, um mit den Anforderungen durch die Reibungsenergie von Mars und Uranus gelassen umgehen zu können. Immerhin ist der Mond im Zeichen Stier erhöht, hat also eine besondere Kraft und Ausstrahlung und er steht für Treue und Zuverlässigkeit. Am 19. Mai wechselt die Venus ins Zeichen Krebs und bildet dabei erstmal für 2 Tage einen Harmonieaspekt zu Uranus, aber gleichzeitig auch eine Spannung zu Chiron. Das ist sehr schön zum Flirten, solange die Beteiligten darauf achten, nicht mit den Gefühlen anderer zu spielen, denn sonst droht Herzschmerz. Am 21. Mai um 4.14 Uhr morgens geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Zwillinge. Das ist ein leichtes, heiteres Luftzeichen und vielleicht merkt ihr, wie die Energie irgendwie lockerer und sprühender wird und es leichter fällt, ins Gespräch zu kommen und zu flirten. Die Sonne bildet dann auch einen Harmonieaspekt zu Chiron und zum Mars. Das ist eine Chance, seht ihr hier. Das ist eine Chance, mögliche Verletzungen des harten Aspekts zwischen Uranus und Mars wieder zu heilen, und zwar sowohl seelisch als auch körperlich. Insgesamt haben wir bis zum Monatsende lauter schöne Harmonieaspekte. Nur die Tage vom 24. bis 27. können kritisch sein, denn da läuft die Venus in eine Spannung zu Saturn. Da kann es in euren Beziehungen Diskussionen um eure gemeinsamen Werte oder Wertvorstellungen geben und darum, wie ihr gegenseitig eure Grenzen respektieren müsst. Aber das solltet ihr hinbekommen, wenn ihr euch darüber aussprecht. Der Vollmond am 29. Mai findet in den Zeichen Zwillinge und Schütze statt und zeigt ein wunderschönes Harmoniedreieck. Das baut sich dann auf hier zwischen Venus, Jupiter und Neptun und das ist alles gut für die Liebe und für die Romantik und diese schönen Aspekte wirken bis zum 3. Juni. Am 30. Mai wechselt der Merkur in sein eigenes Zeichen Zwillinge und gesellt sich zur Sonne. Das spricht für neue, heitere und gesellige Momente. Deshalb denke ich, dass der Mai trotz der kritischen Phase rund um den Neumond für viele insgesamt ein sehr schöner Monat werden wird. Wie sich die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen auswirken, das erfahrt ihr wie immer in meinen Sternzeichen-Videos. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch für eine Beratung gern an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für viele ein ganz großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen 2-teiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und als Geschenk gibt es dazu Rabattcoupons. Da bekommt ihr dann einen Nachlass für die Seminargebühr und mehr darüber erfahrt ihr im 2. Teil meines Chiron-Specials.
Ja, und in meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch andere Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Also, einfach hier klicken und abonnieren und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.